hinter der Kamera befindet sich heute Sonja, die will nicht ins Internet. Und deswegen stellt sie mir jetzt ein paar Fragen. Iris, wie fühlst du dich heute? Gut. Wenn du da bist, geht's mir immer gut. Was haben wir heute gemeinsam gemacht? Wir putzen gerade meine Ohrringe. Wir waren draußen, obwohl es arschkalt ist. Darf man Arsch auf YouTube sagen? Und haben uns unterhalten und Kaffee getrunken. Was war der beste Moment des Tages bis heute? Bis heute, Also heute, heute, bis jetzt. bis jetzt. Deine Witze. Wie möchtest du einen wiederholen? Nein, lieber nicht. Warum denn nicht? Weil die alle pervers sind. Es stimmt nicht. Doch. Erzähl du einen. Nein, doch nicht, okay. Hast du heute irgendwelche Beschwerden? Meine Hand tut mir weh und Kreuzschmerzen habe ich. Fast wie jeden Tag. Und Bauchschmerzen? Jetzt nicht mehr. Und Kopfschmerzen? Ein bisschen Kopfweh, ja. Und Kopfgrippe? Ein Kopfgrippe? Nein, das gibt's nicht. Was fällt dir noch ein? Möchtest du deiner Fangemeinde noch etwas Wichtiges Meiner mitteilen? Fangemeinde, ich habe keine Fans. Nein, eigentlich nicht. Heute kommt noch ein Stream, aber wahrscheinlich nicht so lange, weil ich auch schon sehr müde bin. Was hat dich denn so müde gemacht? Sonja. Definiere genauer. Es ist immer recht lustig mit den Assistenten, aber es ist auch anstrengend. Ja, deine Assistenten machen die psychisch fertig. Genau. War nur ein Spaß. Den Blick von Sonja müsstest du jetzt sehen. Ich versuche gelassen zu bleiben und es nicht persönlich an mich heranzulassen. Ja. Hast du in deinem Videochat schon über den gestrigen Vorfall gesprochen? Welchen gestrigen Vorfall? Mit dem Angriff von oben. Ah, mit der Kugel. Stück Nummer A. Sonja hat mein Zimmer aufgeräumt, dabei eine Kugel verschoben und die ist dann runtergefallen aufs Handy. Genau. Das ist jetzt gedamaged. Wir haben so ganz nett miteinander geredet und hier oben war diese Briefbeschwererkugel. Die kam runter. Und auf einmal macht es einen Kracher und die Kugel liegt unten. Fast hätte sie die Ines getroffen. Hauptsache das Handy war kaputt, aber die Kugel aus Glas hat keinen einzigen Kratzer abbekommen. Das habe ich gestern vergessen zu erzählen. Das war doch das Highlight des Tages. Ja, ich habe so einen Schock gehabt. Daraufhin habe ich gleich rausgehen müssen, eine rauchen. Pech gehabt. Und was machst du jetzt mit dem Handy? Wegschmeißen, wenn es leer ist. Kann man damit nichts mehr Nein, weil anfangen? der Bildschirm kaputt ist. Kann man ihn noch aufdrehen? Ja. Ja, das Handy hat jetzt, wie man sieht, ein wunderschönes Streifenmuster. Das Es ist wurde zerquetscht. urschön, so bunte Farben mitten durch den Bildschirm. Es wurde zerquetscht. Neues Hintergrunddesign. Genau. Wenn der Akku leer ist, landet das im Müll.